Guck mal, siehst du. Guck mal, wo bist denn du? Hier, genau, guck mal hier. Ich sitze neben dir. Siehst du da rechts die Erde? Siehst du diesen kleinen Kometen da links quasi, diesen kleinen Punkt? Das ist der Mond gerade. Da bin ich daneben. Ich winke wieder. Da hinten hockt er. Da müssen wir jetzt wieder zurück. Wieso sehe ich denn diese komische Eisending 2500 Kilometer weg? Weil wir einen Erdsensor haben. Aber 2500 Kilometer? Ach so. vielleicht weil du es markiert hast als so. Nee, gar nicht. Okay, wir haben ein Viertel geladen, also es hat noch ein bisschen Zeit. Eieiei. Nico, lass mal hinten chillen. Ah, lasst euch nicht abhalten, ich baue hier einfach irgendwas in die Luft. Ach ja. Ich baue. Ist das einfach ein Schiff? Ja. Ich baue einfach hier ein Schiff und dann fliege ich auch zu euch. Alter, aber 2500 Meter springen und alle Jump Drives auf einmal nutzen, das ist mega. Apropos, Nico, lass mal gucken, was wir noch so finden hier jetzt. An Planeten oder so. Da hinten, der Mars hat anscheinend auch einen Mond, siehst du das? Mhm. Also das sieht so aus. Noch was zu sein. Es müssen noch ein paar Planeten da sein, deswegen. Oh, unknown signal. 1,86 Kilometer weg. Wenn du willst, kannst du schnell hinfliegen. Wee wee! Lass dich nur nicht töten auf dem Weg. Ich versuch's. Und wenn ich schon weg bin, dann. Jo, klar, danke. Dann weißt aber du. Moment mal, warum kann mich doch einfach killen? Dann werde ich doch einfach bei euch wieder gespawnt, oder? Oh, das kann ich dir jetzt nicht versprechen. Jo, ich sollte meinen Helm zumachen, eventuell. Naja, flieg doch mit Helm zu. Unknown Signal, wo ist es? Da. Hui! Ich versuch's mal. Okay. Weil ich meine, das letzte Mal, was ich gesagt habe, war ja bei euch, ne? Ich hoffe, dass das soweit geht. Ansonsten, die nächste Heilungsstation ist auf der Erde. Ach, oder Space Home. Nee, Space Home haben wir nichts. Nee. Wow. Aber ich sag mal so, auf der Erde ist es weniger langweilig zu warten. Okay, gut. Und Sauerstoff geht auch langsam aus. Okay, jetzt okay. Helm öffnen und tiefen. Und einmal tief Luft holen. Okay, also jetzt haben wir gelernt, wir müssen uns setzen. Setzen. Nico, hast du es gefunden? Für die Wissenschaft. Ja, aber ich komme da nicht ran. Ich fliege immer weg von dem Ding. Ach, das ist so ganz klein wahrscheinlich. Ja. Ha! Besonderer Inhalt. Versuchen Sie Ihr Glück und erhalten Sie ein neues Special Item. Ich habe ein Rainbow Gloves. Okay. Was hast du bekommen, Nico? Rainbow Gloves. Ah, nix. Okay, Nico. Der Stefan ist wieder zurück. Ich komme. Auf der Erde. Bin schon auf dem Weg zum Schiffchen. Also, Drone Unknown Signal was detected. Okay. Mhm. Ja, bitte was? Also, ihr wisst jetzt Bescheid, das heißt, man wird da gespawnt an dem Punkt, der am nächsten dran ist. Okay. Das jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht voll gegen das Schiff klatsch, wie so ein Pflege. Scheibenwischer an, ciao. Ja. Kann ich gerne für dich anmachen. Wie so ein Pflege. Okay, also wir wissen, werden wir irgendwo sterben, spawnen wir... In der Nähe. So, ja. Wo ist denn die Krankenstation? Die ist Hangar. Die ist im Hangar. Ich weiß ganz genau, wo sie ist. Also, du gehst im Hangar und wenn du sozusagen nach vorne durch das Fenster guckst, ist es hinten rechts der Raum. Wir wollen springen, Alex. Ja, gleich. Wir haben Zeit. Okay, du sagst schon, wenn du soweit bist. Eine Minute noch. Okay, warte, der vielleicht schaffe ich schnell ins Hangar hier. Ja, lass dir Zeit. Eine ganze Minute. 59 Sekunden. 54. 20. Ich muss sagen, den Hangar, den finde ich immer nicht gleich, gell?
Ja, du musst halt runter, ganz runter quasi und dann rechts. Das ist ja der Wahnsinn, du. Der ist der Wahnsinn. Das war's nicht. Okay, ich muss dich jetzt. Ich darf jetzt nur nicht irgendwie durchspringen durch irgendwas. Das wäre gut. Würde ich sagen. Jo, ich komme mal hoch. Jo. Moin. 2447. Aber geil, wie jeder Moment war mit, ja, mir geht's gut, aber. Und dann auf einmal doch nicht. 170 Kilometer haben wir schon. Die könnten wir jetzt schon springen. 1000. Okay, wie viel? Ich sitze im Sitz. Okay, wir haben 200. Nico, was haben wir? 2447, ne? 2447 Entfernung. Jump Drive. Ich versuche den mal auf 2447 zu drosseln. Ah ne, wir müssen ein bisschen weniger springen, sonst knallen wir direkt in den Spakonauten. Also in den Planeten. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber er wird uns sagen, wenn wir nicht springen können. Sitzt du? Ich sitz. Ich kann nicht ins Gravitationsfeld springen, das ist schon mal gut zu wissen. Jetzt. Nein, wieder Gravitationsfeld. Jo. Zwei Personen an Bord, 2400 Kilometer Abfahrt! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ciao. Ja, ja. Hat doch gut funktioniert, das oder? Das war doch nah dran. So, jetzt fliegen wir nur noch da hinten hin. Wir haben nur noch 50 Kilometer. Wieder aussteigen, oder? Ja. Nice, Rich. Ich fliege nur noch in Richtung alte Basis. Wow. Was ist denn jetzt los? Wird gestreamt. Ja. Passt. So, wir nähern uns mit flotter Geschwindigkeit. Los Flottos Grandos. Flöddy. Flöddy. Wie die Flöder-S-Family. So. Bis wir ihn abgeholt haben und wieder raus sind, haben wir unseren Jump Drive geladen. Das ist gut, weil dann können wir nämlich direkt wieder zurück. Diesmal setze ich mich als erstes hin. Ja, aber das ist gut, dass du es mal ausgetestet hast, weil jetzt wissen wir es halt auch. Ja, ich meine, stell dir vor, das wäre jetzt passiert irgendwie in wichtigen Momenten. Ja, ne? Da stand dran, ich kann diese... Diese machen, ja. Ah, Krankenstation. Ich kann die Handschuhe in der Krankenstation anziehen. Ja, du musst in die Krankenstation? Bin ich. Okay. Und du musst, wo bist denn du? Krankenstation hier. Ist unten. Ja, genau, hier. Und dann stellst du dich ach, hier da rein, oder? Hallo. Mei, sag doch was! Ja, moi! Oh, geil, ich werde immer hübscher! Was? Stört mir nur nicht weg hier, hör mal zu. Jo, jetzt habe ich so Geilomatico Rainbow Handschuhe an. Sag Handschuhe mal. War das, was mir noch gefehlt hat. Ach du Scheiße. Hey, die war da! Ich finde, das passt ganz gut zu meinem Outfit. Ja, das glaube ich auch. Spaß. Wir haben nicht mehr so viele. Wir haben schon wieder leichte Schräglage, kann das sein? Ja, ja, wir sind ja auch schon in der Erdgravitation. Ja. So, nur noch 38.
Ja, wir müssen das irgendwie jetzt packen hier, Hammer. Ja, so langsam, wenn wir dann in der Base und so ankommen, werde ich mich, Achtung, Wortspiel, leicht langsam abkapseln. Ah! Raus. Einfach raus. Du willst nicht nochmal kurz zum Mars? Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Na ja, gut, wir müssen nur einmal abholen und dann wieder... Ja, okay, das könnte ich vielleicht noch mitmachen. Du hast gesagt, unten am Hangar und bla, hast du so schöne Sitze installiert, gell? Ja, unten am Hangar sind halt. Mit schöner Aussicht, oder? Ja. Die wollte ich mal testen. Die Schräglage macht mich... Mich auch. Glaub mal. Die macht mich nie. Ich kann dir das gerade... Stell dir das mal gerade hin. So viel Spaß. Ah ja. Du hast gesagt, da wo die Gyroscopes. Mhm. Oh yeah. Ich bin quasi unter dir, oder? Nee, du bist sehr weit unter mir. Drei, vier Stockwerke oder sowas. So. Übrigens, wenn du Lust hast, kannst du auch danach die Hangartore öffnen für den Steph. Dann kann er nämlich mit in die Hangartore. Durch die Hangartore natürlich antreten. Natürlich, natürlich. Hangardor, okay, jo, claro, mach ich. Genau. So, wir fliegen das jetzt mal an da hinten. Ich habe die Zeit genutzt, um hier diese verschwundenen Reifen wiederherzustellen. Ah, nice. Ja, wir brauchen nur noch 24 Kilometer. Yes. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht gegen diesen Berg rammeln. Ah, da ist ja schon der See, oder? Genau. Den sieht man schon. Das ist schon krass, ne? Wie weit man den schon sehen kann. Mhm. Ah, ich sehe euch auch, zumindest als Punkt. Sehr gut. Wir nähern uns. Wir nähern uns. Ich weiß, ich guck da unten aus. Hui. Ah. Ja, mein Outfit hat halt schon was, gell? Ich kann dich leider nicht sehen, weil du im Hangar stehst. Ah, doch. Nee, ich guck mich gerade selbst mit alt an, ich sehe mich ja sonst nie wirklich. Auch im echten Leben. Auch im echten Leben. So. Schuhe fehlen mir noch, oder? Das könnte sein. Ich genieße die Aussicht. Ja, das ist schon... Ich meine, gleich wenn wir durch die Atmosphäre sind, dann ist es noch geiler. Mich stört's, wir haben an der Oberkante haben wir noch ein bisschen falsche Farbe. Oh, ich krieg da Aggression. Aggression. Ich bin froh, dass es so schnell geht. Irgendwann will ich ein Space Race haben. Dass wir uns alle ein Flugzeug machen und dann erstmal volle Pulle Gas geben. Das war auch nice. Aber mir fehlt halt wirklich eine Raumschlacht. Die hatten wir bisher noch gar nicht. Es kam nichts, was uns wehtun könnte. Na ja gut, wir standen halt auch eine große Zeit lang. Ne? Triebwerke sind aus. Hui! Wir kommen! Yippie. Man sieht einfach, wo überall die Dings eingeballert sind, die ganzen Asteroiden immer vom Himmel aus.
Übrigens, gleich siehst du auch die Kuppel. Das sollten sie gleich sehen. Kuppel? Ja, gleich wirst du sehen, was ich meine. Guck einfach vorne raus. Ja, mach ich. Okay, dann wirst du es sehen. Warte. So, ich glaube ab 5 Kilometer war das oder so, oder ab 4. Könntest du es sehen. Wenn quasi unten geladen ist, also die Basis geladen ist. Mhm. Dann siehst du das auch. Wir müssen natürlich in die Kuppel reinfliegen, weil das unser Schutzschild ist. Das dürfen wir auch. Da lädt's. Jetzt muss er gleich die Kuppel auftauchen. Es sei denn, Steph hat irgendwas kaputt gemacht. Nee, nee. Jetzt siehst du? Ah, ja, ja. Okay. Genau, das ist unsere Schutzkuppel. I see. Deswegen sind da immer weniger Meteoritenkrater, weil wir halt, ja, die Schutzkuppel irgendwann hatten. So. Du kannst gerne rauskommen, wir sind schon da. Mhm. Nico kann gerne die Hangartore öffnen. Soll ich schon? Ja, ja. Okay. Moment. Hey, my friend. Oh, Verbindungsprobleme. Oh. Passt. The hangar doors are open for you. Moment, Moment. Was machst du denn? Ich hab nur das Ding hier noch gebaut, fertig gebaut. Okay. Gut aus. Nice. Gib ihm ein paar Triebwerke und pack ihn rein. Hello, my friend. Wie are you? Kann ich wirklich machen eigentlich, irgendwann. Ja, wir können den echt mitnehmen, wenn du Bock hast. Nee. Nee? Ja, wir könnten schon, aber kein Bock jetzt. Okay, gut. Also. Ist das Ding zu groß, um es auf der rechten Plattform zu landen? Hangar sind offen. Schwer. Hier. Meinst du unser Dach? Oh shit, oh shit. Okay. Was passiert? Jetzt hat er irgendwie gerade einen Abflug gemacht. Lebst du noch? Ich habe ja kein Dings mehr. Kein Kalkstoff. Ah, fuck. Ah, Nico, nimm dir ein paar Flaschen mit. Ja, 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 ja. Oder ich glaube, oben gibt es ja welche. Ja, ja, wir haben voll, also. Aber interessant, dass ich nicht gestorben bin. Okay. Und ich war fast beim Eingang, ich war direkt vor dem vor der Öffnung rausgeflogen. Ja, Mann, ich denke mir schon so, hä, was macht dann jetzt? Ja. Nico, du auch, ne? Nimm dir auch, wenn du noch nicht hast. Was denn? Nimm dir ein paar Flaschen. Ich habe. Okay. Na, wir können es auch drehen hier. Ist alles gut? Ja, die Rampe ist nur zu weit vorne. Ach du Scheiße, das auch noch. Warte mal, kann ich dir irgendwie eine Flasche rauswerfen? Nee, glaube nicht, ne? Kann ich das ja, einfach fangen. So Inventar werfen, wenn ich runter zu ihm gehe? Warte mal, müssen wir mal gucken. Ah, ich bin gleich da. Ich laufe jetzt gerade die Rampe hoch. Okay. Warte mal. Moin. Ja, müsste gehen. Ja. Glaub schon. Nein, das Ding hat's eingesammelt. Och nö. Repair-System, ja. Nico, kannst du mal das Repair-System ausmachen? passt schon, ich geh jetzt. Ich renne jetzt hoch. Okay. Ich lad mich nur auf und dann komme ich hochgeflogen. Im Schiff haben wir noch welche. Ja, ja, genau. Im Schiff haben wir genug. Kann man ja auch mal herstellen, ne? Ja, ja. Gar kein Problem. Ich hab letztens hergestellt, ich glaub. Darende. Was? Darende. Darende. Der gibt voll Guss. Da sind wir wieder daheim. Da sind wir dabei. Ja, gleich sind wir wo ganz anders. Ihr auch schon ein bisschen hier Bohrlöcher reingehämmert? Siehst du die zwei Löcher da vorne? Die viereckigen da, ja. Ja. Willst du mal gucken, wie tief die sind? Guck sie dir mal an, Alter. Ja? Okay. Guckst du dir mal an? Die guck ich mir an. Alter, das ist unnormal. Wow. Ich nehme mir gleich hier ein paar Flaschen. Ja. Wenn du da unten drin stehst. Ist einfach dunkel. Oh, wir haben hier nur noch Sauerstoffflaschen anscheinend.
Echt? Ja. Warte mal, dann komme ich raus. Guck dir mal das andere noch an, Nico. Warte mal, ich werf dich hier mal jetzt welche rein. Das reicht mir. Warte mal, komm mal bitte rein da. Ich pack dir hier in den 1:1 Cargo. Pack ich dir gerade mal zwei rein. Wo bist du? Okay, bin drin. Das andere war voll lila, was war denn das? Was denn? Kobalt? Das ist Kobalt, oder? Ja. Nico, bist du drinne? Noch nicht. Da fliegt er. Snail! Steph ist drinne? Ja. Sehr gut. Dann können wir ja los. Ah ja, perfekt. Tschüssi! Tschüssi, liebe Basis. Und Abflug. Sorry für die, Der bist schon. Alles gut, ist nichts passiert. Oh, kein Stress. Wir geben Vollgas. So. Tschüssi, liebe Basis. Schutzschild ist auch da. Das Wichtigste. Genau, nehmt euch ja genau Flaschen. Genau, Steph, du auch. Damit wir alles haben. Hä? Wieso bin ich jetzt tot? Ah, du bist wieder okay. Da, ne? Interessant. Achso, Trägheitsmäßig wieder. Trägheitsdämpfer, ha? Ja. Du musst, drück mal... An, oder? Nee, Auto. Nee. Aus und dann Steuerung Z, während es aus ist. Ja, okay, alles klar. Danke. Ich verstehe gar nicht, warum ist es denn überhaupt... Also keine Ahnung. Manchmal geht das weg, das ist ganz doof. Ja, warum hat es sich geändert? Ja, ich glaube, das ist sich... Weil das Schiff ist ja aktuell auf 100 Meter pro Sekunde. Mhm. Ich glaube, wenn wir in dem Moment auch noch die Jetpacks einschalten, dann ist das einfach zu viel. Ja, das kann sein, ja. Aber ihr seid alle da, ne? Ja. Ja. Sehr gut. Okay, gleich sind wir weg. Aber so richtig weg. Sieht jemand schon den Mars? Nee, ne? Ich sehe noch gar nichts, ich komme gerade erst hoch. Ah, okay. Oh, diese Tür. Also ich höre euch die ganze Zeit reinkommen gerade. Hallo. Reinkommen bitte. Machen kommen rein. Mars sagt er. Nee, keine Ahnung. Ich sehe den auch noch nicht. Was ist der Planet da hinten? Wo? Ach, das ist der Mars. Ist es der? Das müsste der sein, ja. Der ist auf jeden Fall rot. Jo, das müsste der auch sein. Warte mal, sind das zwei Planeten? Das sind zwei Planeten. Das sind drei. Das ist ein Mond, ein Planet und noch ein Planet. Mhm. Aber wir schaffen es nur bis zum Mars. Okay. Ich kann noch nicht verwenden. Gut. Okay. Wie schnell wir wieder weg sind. Ja, ne? Mhm. Einfach schon jetzt in wieder luftigen Höhen. Ich muss gerade schon mal den Jump Drive um. Warum sind die Trägheitsdämpfer schon wieder aus? Die habe ich ausgemacht. Achso. Genau, weil dann fliegst du nämlich in die gleiche Richtung. Beim Fliegen eigentlich ganz cool. Wenn ich so überlege, der Jump ein bisschen weit. Ich werde versuchen, direkt vor den Mars zu fliegen. Das ist schon der, wo so leicht über uns ist, oder? Ja, genau. Ja, okay. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den jetzt schon erreichen können. Jo, okay.
können schon so fliegen, das ist gut. Okay. Jemand hat wieder die Dämpfer angemacht. Nee. Verstehe, okay, das sind also die Dämpfer vom Schiff. Alles klar, alles klar. Das sind zwei Dämpfer, genau. Genau, weil dann kann man sich halt so treiben lassen. Was heißt denn die Anzeige da? Diese 23.400 Meter? Das ist die Höhe. Glaube ich. Ah, okay. Die Höhe über dem Planeten quasi. Okay. Genau. Und wir versuchen ja partout rauszukommen aus der ganzen Gravitationssache hier. Und deswegen geben wir Vollgas. Oh, wir können noch nicht springen. Mann. Immer die gleiche Scheiße. Null 14. Ihr könnt runterzählen. Ihr sitzt links und rechts von mir, ne? Ja. 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 Weil das ist natürlich auch geil. Ich könnte euch auch so eine Konsole wie hier machen. Und dann könnt ihr auch in der Ego-Perspektive sehen, was quasi vorne auf dem Bildschirm existiert. So. Ja, das ist recht cool gemacht. Aber ich glaube, streamt's. Aber wir haben ja eigentlich auch kleine Bildschirme für vorne, die man wahrscheinlich auch einstellen kann. Oder? Weiß ich nicht. Bis wir da draus. Warte mal ganz kurz. Ihr könnt ja mal ganz kurz aufstehen. Ich stehe mal ganz kurz auf, wer auch immer hier sitzt. Ja. Ja. Moment. Ich bin schon wieder tot. Oh. Aber ja, man kann es auf jeden Fall. Kann es auf jeden Fall anpassen, was vorne angezeigt wird. Ja, darf ich gerade? Ja. Menno. Du bist auch tot, ne? Ja. Nee, du lebst. Okay. Ich habe euch jeweils einen neuen gemacht. Ja. Nico ist gleich oben, ja? Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, jetzt kannst du in der Ego-Perspektive sehen, was da überall ist. Ich färbe ihn dir nochmal in den eigentlichen Farben. Das ist viel cooler, finde ich. Wenn jeder so ein Ding hat. Noch 8. Gravity. Jawohl. Ist nicht mehr viel. Was kann ich jetzt in der Ego-Perspektive? Guck mal die ganzen Geräte an. Dann siehst du die ganzen Sachen, die du eigentlich im HUD siehst. Hm. Oh, hoppala. Jetzt bin ich rausgetappt. Wenn du das HUD ausmachst mit Doppel-Tab. Ja, ich weiß schon, ja. Dann kannst du auch sehen, was da. Du brauchst du sonst nichts. Geilo. Ja. Jo. Geil. Wir erreichen die Reisegeschwindigkeit in ein paar Minuten. Ladies and Gentlemen. Ladies and Gentlemen, ich begrüße Sie herzlich zum Flug auf den Mars. Willkommen auf der Atlantis. Wir werden in Kürze unsere Reisehöhe erreichen und werden daraufhin mit dem Sprungantrieb in voller Geschwindigkeit zum Mars reisen. In der Bar hinter uns gibt es ein paar Snacks, wenn Sie gerne möchten, und selbstverständlich ein bisschen Neonlicht, mit dem Sie sich therapieren können. Von daher vielen herzlichen Dank und eine frohe Reise.
Thank you.